Gerne auch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Dorschek, ich fange mal so an. Wir beide sitzen in vielerlei Hinsicht im selben Boot. Wir haben beide wunderschöne Ämter, aber diese vollen Ämter sind auch mit gewaltigen Herausforderungen und Problemen verbunden. Und bei einem solchen Problem stehen wir heute. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie es auf sich genommen haben, so spät am Tag diesen Termin noch wahrzunehmen. Aber ich habe es mir seit längerer Zeit fest vorgenommen, eigentlich seit November, als diese schweren Schäden hier erkennbar wurden, hierher zu kommen. Ich hatte dann mehrere Einladungen hierher. Ministerpräsident Kraft hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das hier in der Sehenswürdigkeit was besonderer Art sei. Sie, lieber Herr Dorschek, haben es getan, vorher eigentlich schon, bevor wir ins Leben gekommen sind. Mein eigener Staatssekretär Rainer Bomber, der ja sofort am ersten Tag der Sperrerfordernisse hergeschickt habe, auch mein Kollege Norbert, der heute auch hier ist. Und diese Brücke steht für ein ganz zentrales Problem, was wir zig Tausendfach in Deutschland haben. Dieses Problem sieht wie folgt aus. Wir haben entlang unseres Bundesfernstraßennetzes von ungefähr knapp 53.000 Kilometer 39.109 Brückenbauwerke. Diese Brückenbauwerke haben eine Gesamtfläche von etwa 30 Quadratkilometern. Jede Brücke hat natürlich eine unterschiedliche Größe. Deswegen messen wir das in Brückenfläche. Also wenn Sie aus der Vogelperspektive auf die Brücken schauen, wenn Sie sich Brückenlängen ausdrücken, sind es etwa 2.100 Kilometer nur Brücken innerhalb unserer gesamten knapp 53.000 Kilometer Bundesfernstraßennetz. Diese Brücken kommen alle in die Jahre, es sind Brücken, die entweder Vorkriegsbauwerke sind oder die dann in der Nachkriegszeit gebaut wurden, in den 60er Jahren, dann mit neuen Bauweisen, diese Stahl-Betonkonstruktionen, die jetzt gewaltige Schäden aufweisen, weil sie bauartbedingt nach dieser langen Zeit entweder an sich auftreten, beziehungsweise durch die immer größere Verkehrsdichte und vor allen Dingen durch die Belastungen im Schwerverkehr ihren ursprünglichen Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Sie wissen, dass die spezifische Belastung eines Ingenieurbauwerks, eines Brückenbauwerks exponentiell steigt mit der Gewicht, mit dem Gewicht eines Fahrzeugs. Und wenn Sie sich den Verkehr hier auf der A1 ansehen, dann wird Ihnen augenscheinlich bewusst, wie stark der Schwerlast-Lkw-Verkehr ist. Nachdem wir hier quasi sperren mussten, ab 3,5 Tonnen, um dann erschütterungsfrei die erforderlichen Schweißdrähte zu bewerkstelligen, das ist technisch eine Erforderung, weil der Schweißdraht nur dann aufgebaut werden kann, wenn Erschütterungsfreiheit gewährleistet ist. Als wir sperren müssen, etwa 17.000 Fahrzeuge pro Tag über andere Brücken, entweder ganz ein Stück weit rein abwärts oder ganz ein Stück rein aufwärts bis Köln umleiten müssen, wurde die Misere greifbar. Und diese Brücke hat es dann zu bundesweiter Berühmtheit gebracht. Ich selbst habe im Grunde genommen jede meiner Reden über die Erfordernisse in der Verkehrsinfrastruktur gerade an diesem Grunde deutlich gemacht, wie weit es fehlt. Ich habe Ihnen die Zahl der Brücken genannt. Davon müssen von dieser Brückenmasse in den nächsten 5 bis 7 Jahren etwa ein Viertel Grund instand gesetzt werden, wenn Fachleute haben die Summe berechnet, in etwa allein dafür
7 Milliarden Euro. Dann hat man aber nur bestehende Brücken im Takt. Man hat noch keine Brücke neu gebaut. Man hat keine bestehende Brücke ausgebaut. Man hat noch nichts getan zum Erhalt der Stücke Straßen zwischen diesen 39.000 Brücken. Also allein das macht den Anhaltungszustand deutlich, den wir sozusagen als Problem haben. Wir haben uns jetzt, wenn ich sage wir, dann nicht nur der Bund, sondern auch das Land Nordrhein-Westfalen, wir haben uns jetzt daran gemacht, alles zu unternehmen, dass wir in etwa bis zum Jahr 2020 eine neue Brücke hier daneben haben. Das bedingt, dass wir eine Gesamtschau bekommen zwischen der Anschlussstelle Köln-Linz bis zum Autobahnkreuz Leverkusen, beziehungsweise der Einschluss der Erfordernisse des Autobahnkreuzes Leverkusen-West. Also sozusagen eine zweiteilige Betrachtungsweise. Man muss es aber zunächst insgesamt betrachten, bevor man dann ans Einzelne geht. Absolute Priorität hat vor diesem Hintergrund der Neubau der Brücke. Und deswegen geht jetzt Hand in Hand um die Planungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen, aber auch unter ständiger Beteiligung der Stadt Leverkusen, absolute Priorität die Schaffung einer neuen Rheinbrücke. Das sind heute 220 Millionen. Und ich glaube, dass wir gut unterwegs sind, wenn wir jetzt auch einfach gezwungenermaßen anpacken. Ziel ist es, bis zum Jahr 2016 Baurecht zu haben, also einen nicht mehr anfechtbaren, sprich bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss und dann zu dieses haben. Das war es, was ich von meiner Seite einführen sagen wollte. Ich stehe hinterher selbstverständlich gerne für Fragen zur Verfügung. Herr Kollege Korte. Ja, sehr geehrter Herr Kollege Randauer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich über diesen Besuch, auch deshalb, weil Sie ihn begleiten, Ihre Begleitung gewährleistet, dass das Problem, das dramatische Problem der Infrastruktur in Deutschland wieder politisches Thema wird und nicht in der Hektik des Wahlkampfes von der Tagesordnung verschwindet. Diese Brücke ist technisches Mahnmal geworden, auch für die internationale Presse in Deutschland. Wir haben eine Vielzahl von Anfragen, wie es denn möglich sein kann, dass in einem Land, das um die Exportweltmeisterschaft ringt, die meistbefahrene Autobahnbrücke in diesem Land von Dauersperre bedroht ist. Die Erklärungsversuche fielen mir schwer. Ich glaube, es gibt zwei prägnante Erklärungsversuche. Der erste Erklärungsversuch ist, dass im Zuge des berechtigten Aufbau Ost mit der Instandsetzung der Infrastruktur im Osten vergessen wurde, dass die Hafen-Hinterland-Verkehre, die durch Globalisierung, wegfalleiserner Vorhang, Wiedervereinigung entstehen, also das explosionsartige Anwachsen von Güterverkehr, natürlich zu dramatischem Verschleiß im Westen führt. Daran hat niemand gedacht und deshalb hat auch niemand in diese Infrastrukturertüchtigung investiert. Das zweite war parallel, war vor allen Dingen die Bundespolitik fasziniert von dem Privatisierungsgedanken. Die Bahn sollte an die Börse, das Autobahnnetz sollte mit Maut belegt und privatisiert werden. Privatisierungsperspektive heißt, kein staatliches Geld investieren, sondern auf privates Hoffen. Inzwischen wissen wir, dass das zum historischen Holzweg geworden ist und die Bundesrepublik sich weg von der Privatisierung ihrer Infrastruktur bewegt. Diese Konsequenz ist allerdings finanziell noch nicht untermauert worden. Deshalb wissen wir seit Dezember letzten Jahres, dass wir mindestens 15 Jahre lang 7,2 Milliarden Euro zur Reparatur unserer Infrastruktur, Schiene und Straße in die Hand nehmen müssen, um einen Zustand zu erreichen, wo wir nicht auf Verschleiß fahren, also auf Deutsch gesagt Vermögen vernichten. Wie können wir dieses Vermögen mobilisieren? Das ist eine weit angelegte Diskussion. Man kann die so angehen, dass man sagt,
über den Verkehr kommen so viele Steuereinnahmen ein, dass das doch leicht zu bewältigen wird. Oder man kann sich der Realität stellen. Stellt man sich der Realität, weiß man, dass wir beides brauchen. Erstens zusätzliche Steuereinnahmen, die in die Ertüchtigung der Infrastruktur fließen. Und zweitens zusätzliche Mauteinnahmen, die überhaupt ein Fundament herrichten, den Reparaturstau, den wir in Deutschland haben, abzuarbeiten. In Nordrhein-Westfalen beträgt der Reparaturstau, den wir aktuell berechnet haben, alleine bei den Bundesbrücken, vor allem den Autobahnbrücken, rund 4,5 Milliarden Euro. Selbst wenn wir das Geld auf einmal bekämen, könnten wir es auf einmal gar nicht umsetzen, weil die Planungskapazitäten nicht vorhanden sind und wir deshalb in Nordrhein-Westfalen wie in Gesamtwestdeutschland planvoll vorgehen müssen, um ratierlich über 10 Jahre ein Brückenertüchtigungsprogramm ganz dringend brauchen. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf unsere Straßenbrücken, sondern gleichfalls auf die Bahnbrücken. Denn eine politische Lebenslüge in unserem Land ist die, dass Güter von der Straße auf die Schiene sollen. Das kenne ich seit über 20 Jahren auf den diversen Parteitagen. Die Wirklichkeit im Alltag ist eine andere. Mit dem explosionsartigen Anstieg der Güterverkehre über die Häfen war eben nicht verbunden, dass die Container auf der Schiene landeten, sondern es war verbunden, dass sie auf der Straße landeten. 80% des Güterverkehrswachstums sind auf der Straße, nicht auf der Schiene gelandet und in einem entsprechenden Zustand sind unsere Straßen und Brücken. Nicht nur die des Bundes, sondern auch die der Länder und der Kommunen. Und deshalb müssen auch Länder und Kommunen finanziell besser ausgestattet werden, sonst ist der Offenbarungseid nur teilweise abzuwenden, was den Zustand unserer Infrastruktur angeht. Deshalb hoffe ich sehr, dass die Initiative der Verkehrsminister von Bund und Ländern am 27.09. ein Maßnahmenpaket vorzulegen, mit dem wir Finanzierungsvorschläge zur Reparatur Deutschlands unterbreiten, auch Eingang finden wird in die dann stattfindende Koalitionsverhandlung. Am 2. Oktober werden sich die Verkehrsminister der Länder mit dem amtierenden Verkehrsminister des Bundes zu einer Sonderkonferenz treffen, um genau darüber zu beraten, was wir den Parteien, die Koalitionsverhandlungen führen, dringend anempfehlen, denn all das, was in dem nächsten Koalitionsvertrag nicht schriftlich festgehalten ist, wird auch anschließend nicht umgesetzt. Kriegen wir es nicht in den neuen Koalitionsvertrag, die Gemeinschaftsinitiative Wir reparieren Deutschland, werden wiederum 4 Jahre im Wesentlichen mit lamentieren vertan, was keine Perspektive wäre. Deshalb bin ich froh, dass Kollege Randauer heute hier ist, auch um zu dokumentieren, dass Verkehrspolitik davon ausgeht, dass wir einen langen Atem und mehr Finanzen brauchen, um den Reparaturstau aufzulösen und dann möglichst bald dazu kommen, über die eigentliche Zukunftsperspektive zu reden. Die läge nämlich in der Verkehrspolitik dabei, wirklich den Umstieg von der Straße auf die Schiene zu schaffen, die Wasserstraßen zu ertüchtigen und in Zukunft zu investieren. Das sollten uns Land und Leute wert sein. Herr Minister Ramsauer, Sie haben es gerade angesprochen, es geht um marode Brücken. Es fehlen ganz viele Milliarden Euro. Woher sollen die kommen? Wie wollen Sie diese Investitionslücke schließen? Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit eine Summe von 330 Millionen für die Summe, die bis dahin, bis einschließlich 2009, in die Instandhaltung von Brücken investiert worden sind. Das war ein Kostenrahmen, der war nun mal so über viele Jahre. Ich will das jetzt nicht investieren und auch zu schönreden. Das war einfach so. 330 Millionen pro Jahr. Wir haben dann ein Brückensanierungsprogramm aufgelegt, ein ganz gezieltes Brückensanierungsprogramm und haben zulasten des Beginns ganz neuer Projekte, also zulasten des Neubaus und Ausbaus, die Instandhaltung insgesamt erheblich gesteigert, bei den Brücken jährlich um erhebliche Summen von 100 bis 200 Millionen, sodass wir
bis zum Jahr 2015 die Summe für Brücken etwa verdreifacht haben werden. Nochmal bis zum Jahr 2009 lagen die jährlichen Instandhaltungsmittel für Bundesfernstraßenbrücken bei 330 Millionen von Jahr zu Jahr gesteigert. Im Jahr 2015 werden es 980 Millionen sein. Das in einem Etat, der zugegebenermaßen im Jahr 2012 und im Jahr 2013 mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet worden ist. Sie erinnern sich, für das Jahr 2012 eine erste Zusatzmilliarde, im Jahr 2013 fortfolgend inklusive der Innenwohnungen, Verpflichtungsermächtigungen nochmal eine Dreiviertelmilliarde. Und die Priorität dieses zusätzlichen Geldes war immer erstens Beschleunigung bereits gekaufter Projekte. Zweitens Instandhaltung und erst an dritter Stelle eine Handvoll neuer Projekte, wenn man alles in Deutschland zusammenwendet. Jetzt ist diese Verdreifachung der Mittel für Brücken zwar gut, aber auf Dauer nicht ausreichend. Und deshalb meine Forderungen nach struktureller Aufstockung der Verkehrsinfrastrukturmittel insgesamt, was nicht nur heißt, mehr Mittel für die Straße, sondern auch für die Schiene und auch für die Wasserstraße. Dazu bedarf es keiner Steuererhöhungen, sondern bei diesen extremen Zunahmen, starken Zunahmen der ohnehin gegebenen Steuereinnahmen, bei gegebenen Steuersätzen. Die Steuerschätzung haben wir vor wenigen Tagen wieder bekommen, wieder im ersten Halbjahr Milliardenbeträge mehr, als in der ursprünglichen Steuerschätzung anfiel. Da wäre genügend Spielraum vorhanden und wird es auch sein, dass in der kommenden Legislaturperiode deutlich mehr Mittel für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Wer leitet eigentlich die Presseleute dabei? Hallo? Wo ist der Herr Strater? Ja? Hier. Ja, also der Herr Strater ist mein Pressesprecher, der leitet die Presse. Okay. Er hat sich versteckt, obwohl er der Längste ist. Wir wollten es eigentlich nachher machen, aber machen wir es jetzt. Ja, doch, bitte. Ja, das Kollegen Waschek, Pkw-Maut zu finanzieren, um auf den Rücken einzugehen. Also, so weit kommt es doch, dass ich den Kollegen Groschek interpretiere, aber ich habe den Kollegen Groschek auch nicht so verstanden, dass er eine Pkw-Maut einführen möchte und daraus. Zu verwechseln ist den Kollegen Groschek mit dem Kollegen Seehofer und mich. Das ist schon so einig. Ja. Wer hat denn mal einen? Ja. Vielleicht darf ich mal einen. Noch jemand? Bitte schön. Danke sehr. Ja, mein Name ist Reinhard Fuhrmann, ich bin der Oberbürgermeister von Leverkusen. Meine Herren Minister, ich habe Ihnen im Auftrag des Rates zwei Resolutionen zugesandt, in denen der Rat der Stadt Leverkusen Sie gebeten hat, die Stadt Leverkusen umfänglich in die Planungsüberlegungen einzubeziehen und möglichst alle die Situation hier in Leverkusen deutlich verbessernden Maßnahmen einzuleiten bei den Planungen, damit wir in Zukunft von Lärmemissionen und von Feinstaubbelastungen in Leverkusen deutlich befreit werden. Bedeutet, unterschiedliche Planungsvarianten zu ermöglichen, zu prüfen, insbesondere auch finanziell dann abzuprüfen, damit wir hier in Leverkusen den Bürgerinnen und Bürgern eine deutlich bessere Option für die Zukunft ermöglichen können. Was würden Sie mir dazu sagen, im Rat der Stadt Leverkusen? Es steht die Zusage und natürlich auch die Verpflichtung, dass der Bund als Bauplanträger die hauptbetroffene Kommune, die Stadt Leverkusen, bestmöglich an den Planungen beteiligt. Ich habe ja auch einen neuen
Vorplanungsprozess geschaffen im Hinblick auf frühzeitigste Einbeziehung aller an einem Projekt beteiligt. Und deswegen ist es völlig unabdingbar, die Kommune zum frühestmöglichen Zeitpunkt einbeziehen. Meinetwegen auch mit allen Besonderheiten und Varianten, die aus der Perspektive der Kommune für die Kommune rechtlicher und legitimerweise vorteilhaft sind. Das dient auch der Rechtssicherheit, das dient auch der Tragfähigkeit der Genehmigungs- und beispielsweise Planfeststellungsverfahren. Das dient auch eventuell späteren der Beherrschbarkeit von Plan, wenn alle Varianten frühzeitig ausgetestet und betrachtet worden sind. Ich habe vorhin bereits gesagt, es ist ein gewissermaßen Freiheitsverhältnis der Bund als Bauernträger, der zweitens die Bundesauftragsverwaltung die Planung und dann später den Bau- und den Genehmigungsprozess im Gelände der Länder, in dem Fall des Landes Nordrhein-Westfalens, gibt und in der beteiligten Kommune der Stadt Leverkusen bis hier einzubringen. Gerne sehr deutlich ergänzen, weil ich glaube, wir sollten möglichst klare Buchungen haben miteinander. Wir werden selbstverständlich die Stadt ganz breit beteiligen. Wir werden zusammen mit der Stadt und dem Bund auch ein Kommunikationskonzept auf den Weg bringen, damit alle Beteiligten in der Region zeitnah informiert werden über die jeweils nächsten Schritte. Aber wir sollten auch deutlich machen, dass die Perspektive anstelle einer neuen Brücke einen riesenhaften Tunnelbau zu favorisieren, nicht das Wahrscheinlichste sein wird. Und ich finde, es muss so viel Klarheit und politische Verantwortung auf allen Ebenen sein, das zu akzeptieren, was dringend notwendig ist, nämlich die schnellstmögliche Ersatzlösung für diese marode Brücke. Wir haben gerade im Brückenbau gehört, dass wir unmittelbar nach den Ferien wieder eine befristete Sperrung der Brücke vornehmen müssen, weil die Brücke beschädigt ist. Der Schaden ist beherrschbar. Es wird kein Ferienverkehrschaos angerichtet, aber unmittelbar nach den Ferien muss diese Brücke aus Reparaturzwängen gesperrt werden. Das zeigt, dass niemand die Garantie übernehmen kann, dass bis zum voraussichtlichen Neubautermin 2020 diese Brücke hält. Und angesichts dieser Situation, das ist die meistbefahrenste Brücke wahrscheinlich in Deutschland, in NRW auf jeden Fall, glaube ich, muss man Klarheit haben, dass wir eine umweltverträgliche, stadtverträgliche Lösung finden, die stadtverträglichste. Aber das muss auch eine sein, die einen zeitlichen Horizont hat, der verantwortbar ist und der nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt wird. Herr Ramsauer, welche Chance sehen Sie denn, da wir durch Nachbaustellen den Prozess der Erneuerung zu beschleunigen? Das ist eine Frage, die ich jetzt nicht unmittelbar bezogen sehe auf dieses Projekt, sondern generell, oder? Nochmal rückfragen. Das ist eine allgemeine Frage, bezieht sich jetzt nicht auf hier. Wir haben mit den Ländern vor 3 Jahren einen Bauzeitenkatalog erarbeitet und einen Leitfaden für optimales Management von Baustellen. Das hat sich sehr bewährt. Eine der ersten quasi ganz normales Baustellen habe ich hier in Nordrhein-Westfalen auch besucht. Bei Duisburg, glaube ich, war es, wo wir gebaut haben. Ich habe mit den dort tätigen Bauarbeitern auch gesprochen. Also das ist eine extrem harte Arbeit, die hier vorgegangen wird. Aber ich habe hier eine positive Einstellung erlebt. Wir müssen hier abwägen, wie schnell wir Baustellen abwägen können, um Staus zu vermeiden und Emissionen für Anlieger auch maximal zu begrenzen. Und deswegen ist die Durchführung von Baustellen als Nachtbaustellen, auch als Ganztages mit möglichst viel wie jetzt Tageslicht und auch Wochenend, Baustellen eine ganz, ganz zentrale Option, um Baustellen schnell und zügig abzuwickeln. Wir haben derzeit in Deutschland eine noch nie dagewesene Zahl von Nachtbaustellen und auch von durchgehenden Wochenbaustellen und auch eine
Maximalzahl von 6 streifig geführten Autobahnbaustellen. Ich würde gerne als Oberbürgermeister der Stadt, benachbarten Stadt Köln, die ganz dringende Bitte äußern, dass die Planungsmaßnahmen und auch die Realisierungsmaßnahmen so schnell und zügig wie möglich umgesetzt werden, weil, wie wir gerade gehört haben, eine Garantie nicht gegeben werden kann, dass bis im Jahre 2020 oder 2022 diese Brücke noch im vollen Umfang zur Verfügung steht und dass nicht wieder der Schwerlastverkehr dann verdrängt wird in die städtischen und auf die städtischen Brücken. Die halten es auch nicht aus, wenn hier eine zusätzliche Belastung erfolgt. Und von daher haben wir als Kölner auch ein ganz, ganz großes Interesse daran. Und wenn sich abzeichnen sollte, das ist meine Bitte zu überprüfen, wenn sich abzeichnen sollte, dass diese Zeit bis 2020 nicht erreicht werden kann, dann muss man auch über Beschleunigungsgesetze nachdenken, so wie es möglich war nach der Wende in den neuen Ländern, in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Autobahn sehr zügig zu bauen. So muss man auch darüber nachdenken, hier durch ein Beschleunigungsgesetz mitzuhelfen, dass dieses Nadelöhr und dieser Nervenstrang, der so wichtig ist, auch für unsere Großindustrie, die wir im ganzen Bereich hier haben, die brauchen Planungssicherheit, dass sie davon ausgehen können, dass hier dieser Bereich logistisch einwandfrei erreichbar bleibt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Oberbürgermeister, dass Sie die Kölner Perspektive hier nochmal einbringen. Wir haben jetzt immer über die Brücke als Einzelobjekt gesprochen. Dieses Objekt, bei dem wir oder unter dem wir hier stehen, das muss man natürlich sehen in einem größeren Verkehrsnetzkontext. Das heißt, Autobahnring Köln bestehen aus der A1, aus der A3 und aus der A4. Und wenn hier ein Kind wegbricht, die Zustände bei Mülheim an der Brücke oder weiter, wenn man da rein abwärts geht, die haben wir bereits erlebt. Übrigens, was Beschleunigung anbelangt, haben wir im Grunde genommen gesetzlich alles umgesetzt. Im Jahr 2006 wurde unter meinem Amtsvorgänger Wolfgang Tiefensee bereits, tolle Sache, die Planungsbeschleunigungsgesetzgebung, die bis dahin für die neuen Länder galt, vollumfänglich übertragen, erstreckt auf die alten Bundesländer. Und es bedurfte in den letzten Jahren noch einiger zusätzlicher Anstrengungen, dass das auch praktisch angewandt wird. Aber wir haben das ziemlich alles ausgeschöpft. Die Bremswirkungen kommen inzwischen leider Gottes vielfach von aus anderen Quellen. Es gibt, wie Sie wissen, die Planfeststellungsbeschlüsse ergangen sind von den Planungsbehörden. Leider Gottes immer wieder die notorischen institutionellen Dauerträger. Ja. So, Herr Minister Grosche, Frage. Minister Groschek, Ihre Vorbehalte gegen den Tunnel habe ich eben auf die Brücke, diese Brücke hier verstanden. Wie stehen Sie denn zu einem Tunnel an der Brücke, die sich weiterhin durch Leverkusen zieht, die sogenannte Stelzenautobahn, die auch ausgebaut werden muss? Man kann alle technisch machbaren Varianten prüfen. Wir sollten aber angesichts der Finanzierungsnotstände bei der Entwicklung unserer Infrastruktur und der Zeitengpässe ein realistisches Augenmaß an den Tag legen. Jedenfalls werden die Verkehrspolitiker vom Bund und Land nach einer Güterabwägung die Trassierung wählen, die erstens stadt-, sozial- und umweltverträglich ist und die zweitens verkehrstauglich ist. Das ist die große Überschrift. Diese Tangente, diese Magistrale muss dauerhaft funktionstüchtig sein und wir müssen alles tun, um Unterbrechungen zu verhindern. Die Stadt Köln hat hochgerechnet, dass die Teilsperrungen auf dieser Brücke kaskadenhaft auf die 4 Kölner Stadtbrücken übertragen einen Reparaturbedarf von 150 Millionen Euro ausgelöst haben. Und deshalb gilt an dieser Stelle für mich keine Experimente, sondern solide Lösungen, die zeitnah umsetzbar sind. Das ist die größte Herausforderung in diesem Grundbereich. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen bitten, danke an den Minister und an die anderen Herrschaften. Und noch einen schönen Abend.